¿Qué? ¿De quién es esta mitad? Metlaras. House at Dreisinger am Barzimmer, ein Küche, ein und ein Wohnzimmer. Beginnen wir mit dem Wohnzimmer. Das erste ist das Sofa, ist sehr groß für den Gast. Sie will mit einem Tisch mit Stolzstehen. Mein Haus hat fünf Zimmer, eine Küche, ein Schwimmbad, er ist groß, eine Garage, die ist klein, ein Büro für meine Kinder. Ein Wohnzimmer, es ist groß und ein Bad, es ist wirklich klein. Das Wohnzimmer hat ein Sofa und eine Heine. Die Garage hat ein Auto und zwei Motorräder. Das Esszimmer hat ein Esstisch und ein Billardtisch. Das Bad hat die Toilette und die Schränke. Die Küche hat ein Sedan. Eine Haube und eine Ofen. Das Schlafzimmer hat ein Bett, einen Nachttisch, ein Fenster, einen Stuhl, einen Schreibtisch, einen Computer und zwei Lampen. Das Büro hat ein Sofa, einen Schreibtisch, einen Stuhl, drei Computer, einen Tisch und einen Fenster. Und die Schuhe. Das ist unser Haus. Es ist groß und hat neun Zimmer. Es hat ein Garten, ein Garage, es hat ein Bad, ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer. Ein Wohnzimmer, eine Küche. Die Küche ist klein und gemütlich. Sie hat einen Tisch und vier Stühle. Das Bad hat eine Dusche. Er ist klein, aber praktisch. Das Wohnzimmer ist sehr groß. Sehr groß und sehr groß. Wir haben ein Sofa und ihr Team. Die Garage hat ein Auto, es ist sehr groß. Der Garten ist sehr schön und gemütlich, er ist groß. Das Schlafzimmer ist klein, aber praktisch. Und das Kinderzimmer ist groß. Er hat ein Bett und ein Schrank. Unser Haus.
Das ist mein Haus. Es hat eine Küche, drei Bade, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, ein Abstellraum, ein Arbeitszimmer und ein Garage. Die Küche ist klein und schön. Die Bade sind groß und modern. Das Wohnzimmer ist sehr groß und gemütlich. Das Wohnzimmer brennt. Das Schlafzimmer von Dani ist groß, modern und nützlich. Das Schlafzimmer von Jens, Mariana und Marlena ist sehr groß und gemütlich. Der Abstellraum ist sehr klein und nicht gemütlich. Der Arbeitszimmer ist klein und modern. Der Garage ist sehr groß und schön. Das Schlafzimmer und das Bad von Dani. Das Schlafzimmer und das Bad von Ines, Mariana und Marlene. Die Küche. Der Abstellraum. Der Arbeitszimmer. Der Garage. Das ist das Haus. Es ist sehr praktisch und schön. Das ist das Schlafzimmer von Katie und Natalie. Es ist sehr schön. Das ist das Schlafzimmer von Ivan. Es ist schön. Das ist das Wohnzimmer. Es ist sehr groß. Das ist das Wohnzimmer von den Eltern. Er ist sehr groß. Und das Bad ist auch von den Eltern. Es ist sehr schön. Das ist die Küche. Es ist sehr groß und praktisch. Das ist Tania.